Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Krutzek. Mit meinem Team bereite ich aktuell für Sie das 14. erfolgreiche Contact Center vor. Heute darf ich Ihnen einen der Referenten, Björn Janich, vorstellen. Herr Janich, erzählen Sie noch mal zwei, drei Sätze zu Ihnen als Mensch. Ja, sehr gerne. Also Björn Janich, mein Name. Ich bin 37 Jahre alt, wohne im Taunus. Gebürtig komme ich aus dem östlichen Teil von Hessen. Ich bin seit 6 Jahren bei der GKK Dialog tätig und ich bin dort verantwortlich für den Bereich Social Media. Okay, Sie haben ein Thema mitgebracht, Social Media Rocks. Was erwartet denn die Teilnehmer, die in Ihre Session kommen? Was lernen die? Über welche Herausforderungen werden sie sprechen? Ja, also wir werden uns zum einen anschauen, was professionelles und modernes Community Management ausmacht und was es einfach dafür braucht, um das auf den eigenen Kanälen zu etablieren. Und dazu werde ich 7 goldene Regeln des Community Managements mitbringen und ich werde Best Practice Beispiele zeigen. Und vielleicht zu den Herausforderungen. Also viele Unternehmen, haben wir die Erfahrung gemacht, gehen an das Thema Community Management naiv ran oder gar nicht ran. Also wir haben vor ein paar Monaten mal eine Auswertung gemacht. Da haben wir die Top 50 der wertvollsten Marken in Deutschland mal auf Facebook analysiert mit einem erschreckenden Ergebnis, nämlich dass 20% gar kein Community Management betreiben auf ihren Facebook-Kanälen. Und das haben wir so ein bisschen uns auf die Fahne geschrieben für das Thema Community Management. Einfach mal den Mehrwert, den man daraus generiert, nämlich dass man zum einen einen weiteren Customer Service Kanal hat und zum anderen aber auch so das Thema Kundenbindung, weil Social Media geht es ja auch darum, meine Fans zu unterhalten, zu entertainen. Und diese beiden Komponenten sind uns da sehr wichtig. Das klingt sehr spannend. Dann freue ich mich auf Ihre Session am 3. November. Was sind denn Ihre Erwartungen an die Veranstaltung? Auf was freuen Sie sich? Ja, es ist ja für mich die erste Teilnahme beim erfolgreichen Kontaktcenter und es ist jetzt auch dann in der virtuellen Umgebung sozusagen. Von daher für mich dann auch doppelt spannend. Ich freue mich auf den Austausch mit den Teilnehmern und ich freue mich aber auch auf die Vorträge der anderen Referenten. Da haben sie ein sehr spannendes Themenspektrum zusammengestellt, wie ich finde. Und ich finde es auch super, dass da Themen dabei sind, die auch auf die aktuelle Situation um Covid-19, die das Thema behandeln, zu den Herausforderungen. Ich freue mich sehr. Ja, lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Janich. Wir sehen Sehr und hören gerne. uns live dann am 3. November. Dankeschön. Dankeschön.